Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute ein Mini-Album zeigen und dieses Mini-Album besteht nur aus einer einzigen Seite Papier. Also 12x12 Inch Papier oder 30,5x30,5 cm Papier. Ich zeige euch gleich, wie das Ganze aussieht. Vorher muss ich noch einen ganz kurzen Hinweis loswerden und zwar, falls du mein Teammitglied bist, schau dieses Video bitte noch nicht an. Denn dieses Album werden wir am Teamtreffen basteln. Aber ich muss es jetzt, dadurch, dass sich das Teamtreffen verschoben hat, trotzdem vorher noch zeigen, weil dann gibt es das Papier nicht mehr und auch ein paar Accessoires, die ich da verwende. Deswegen kommt das Video jetzt noch vor dem Teamtreffen. So, aber jetzt zeige ich euch mal das Mini-Album. Das kann man hier mit so einer Banderole einfach aufschieben. Und ihr seht, es ist hier ein bisschen breit von der Höhe. Aber eigentlich noch relativ flach, also man könnte es mit Sicherheit auch mit der Post ganz gut verschicken. Und dann hat man hier vorne schon das schöne Designerpapier drauf und kann das dann einmal, ich lege es mal hier so hin, so auseinanderklappen. Dann hat man hier eine Klappe, hier kann man so einen Tag ganz super unterbringen, kann da noch viel draufschreiben und kann die Klappe dann auch wieder zumachen, wenn man möchte. Dann hat man auf dieser Seite auch noch ein Fach, auch wieder mit einem Tag oder auch mit einem Foto, wenn ihr das mit Foto gestalten wollt. Hier vorne kann man noch einiges unterbringen, zum Beispiel auch einen dünnen Text oder sowas hinstempeln. Dann kann man es wieder aufmachen. Dann hat man hier an der Seite so einen Tag wieder zum Rausziehen. Und dann hat man hier noch eine Klappe nach oben. Und hier unten nochmal den Tag zum Rausziehen. Der hebt ganz schön gut, den habe ich anscheinend irgendwie festgeklebt. Jetzt. Also den kann man auch komplett rausziehen. Und kann auch hier nochmal die Klappe komplett öffnen und hat in der Mitte auch nochmal einiges an Platz. Also ihr seht hier, ich muss glaube ich sogar ein bisschen rausgehen mit der Kamera, dass ihr das alles seht. So, das ist jetzt komplett im Bild, gerade so. Und genau, hat also wirklich viele, viele süße Möglichkeiten, was unterzubringen. Texte, Fotos oder egal was. Also da kriegt man einiges unter und hat hier wirklich ein süßes kleines Mini-Album. Die Idee habe ich gesehen bei Liebesfuchs. Und ich habe es aber abgeändert in den Maßen. Ich mache es heute mit Zentimetermaßen für euch und zeige euch jetzt auch noch die zweite Variante. Genau. Und ich habe auch so ein bisschen noch was von der Form verändert. Also hier wieder mit den Tag-Einschubtaschen, mit der Klappe nach oben nochmal eine Einschubtasche. Dann kann man es wieder aufklappen, hat hier wieder diese Einschubtasche, Tasche nach oben, Tasche nach unten, so, dass ich auch im Bild bin. Hier jetzt mal mit der anderen Farbvariante, finde ich auch sehr schön, wenn man das mal so sieht, mit dem Rotton und eben hier noch mit so einem kleinen Einschub. Also ich habe da noch ein bisschen was dazugefügt. Und wie gesagt, in Zentimeter machen wir das heute, damit es für euch einfacher ist. Und auch für mich, ich finde es in Zentimeter eigentlich auch immer schöner zu basteln. Okay, auch hier wieder mit der Banderole verschlossen und wir machen heute eben dieses komplette Album und ich zeige euch jetzt einfach, was ihr dazu alles braucht. Die Bestellnummern für die Farbkartone halte ich euch wie immer noch mal kurz ins Bild. Ich habe hier einmal das Designerpapier Mohnblütenzauber. Wie gesagt, das verlässt leider unser Sortiment. Ihr könnt natürlich auch jedes andere nehmen, aber ich wollte es euch mit dem zeigen, weil ich das so wunderschön finde. Dann habe ich hier normalen Flüsterweiß Farbkarton und Farbkarton in Schwarz. Und dann habe ich noch aus diesem Set, da gibt es ja die Prachtfarben zum Beispiel, ich habe jetzt eben die Prachtfarben ausgewählt, dieses komplette Set mit 12x12 Inch Papier, das hier ist die Bestellnummer. Ich habe jetzt die Signalfarben ausgewählt, einfach wegen dem Brombeermousse, das ich jetzt verwende. Aber ihr könnt natürlich auch zum Beispiel in Olivgrün arbeiten. Hier habe ich ja in Olivgrün gearbeitet, bei diesem Rotton, das fand ich ganz schön. Hier habe ich mit Savanne gearbeitet. Und ihr könntet es aber auch super in Weiß machen, also als Hintergrund mit weißem Farbkarton in 12x12 Inch. Das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und ihr seht hier schon, ihr braucht wirklich viel Material. Ich habe euch jetzt alles aber richtig schön aufgeschrieben und halte euch das jetzt ins Bild. Ihr könnt jetzt Pause machen und könnt euch das komplett abschreiben. Ich muss nur gucken, wie ich es am besten halte. Also so sieht man, glaube ich, die Maße richtig gut. Aber ich erkläre euch das jetzt auch alles mal kurz. Wie gesagt, einen Farbkarton in 30,5 x 30,5 cm braucht ihr. Farbkarton in Schwarz und Designerpapier und Farbkarton in Flüsterweiß. Das sind diese Einsteckkarten und das sind immer die Mattungen. Wenn ihr euch das alles zugeschnitten habt in diesen Maßen, die sie hier stehen, dann könnt ihr loslegen und mit mir zusammen basteln. Okay, und ich habe das jetzt, wie gesagt, hier schon alles mal hergelegt. Und da gibt es auch noch einen Tipp mit diesem Designerpapier vorne und hinten und so. Und das erkläre ich euch alles im Laufe des Videos.
Beziehungsweise bevor wir falten, könnten wir das jetzt schon mal aufkleben, dann fliegt hier einfach nicht mehr so viel in der Gegend rum. Also, ich fange jetzt von oben nach unten an. Ich habe ja einmal den Farbkarton in Schwarz mit 12,5 mal 9 cm und das Designerpapier in 12 cm mal 8,5. Das ist hier das allergrößte und das allereinfachste. Das sind meine Front- und Innenseiten. Und mein Designerpapier ist eben eine Seite Designerpapier und hat natürlich zwei Seiten, ganz klar. Und ich klebe das jetzt so auf, dass ich einmal die blumige Seite und einmal die Punkteseite vorne drauf habe auf mein schwarzes Papier. Und ihr könnt euch das immer schön so mit so einem ganz leichten Rand aufkleben. Einmal, seht ihr den Hintergrund noch? Und wie gesagt, diese Punkteseite kommt jetzt vorne hin. Dann machen wir den Kleber natürlich auf die Blütenseite. Dann haben wir schon mal unsere ersten beiden Seiten fertig. Ich muss mir hier ein bisschen Platz machen, glaube ich. Dann habe ich als zweites 5 mal 9 mal 5 cm mit der Mattung 5 mal 8,5 mal 4,5. Und das sind diese Seiten hier, glaube ich. Ich muss mal ganz kurz nach, dass ich die richtigen habe. Genau, 5 cm. Und hier habe ich es so gemacht. Also ich habe eben die 5 mal die schwarzen. Und jetzt geht es eigentlich ums Designerpapier. Ich werde zweimal die Blüten vorne hinkleben und dreimal die Punkte. Ich mache euch da noch ein bisschen besser das bisschen Platz ins Bild. Also bei dem zweiten Maß 9 mal 5 cm und 8,5 mal 4,5 cm zweimal die Blüten und dreimal die Punkte. Tada! Dann sieht das Ganze so aus. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Punkt. Wir haben 6 mal 9,8 und nur 3 mal 8,5 mal 7,5. Genau, also das ist dieser Bereich, wo wir eben mehr Farbkarton als Mattungen haben. Deswegen ist das eben dieser bisschen kompliziertere Bereich. Also ich habe jetzt dreimal schwarzen Farbkarton, den muss ich nicht bekleben. Dreimal in dem Maß 9 mal 8 cm. Und das gleiche Maß habe ich nochmal dreimal. Das werde ich bekleben. Und hier ist es so, dass ich zweimal die Blumenseite aufklebe und einmal die Punkteseite, damit das Ganze dann gleich so aussieht. Tadadada! So, jetzt klebt es da drauf. Und jetzt haben wir hier noch ein Reststück Designerpapier. Also wir haben noch mal einen Teil, nicht, dass ihr euch wundert, ja, weil so viele sind. Aber wir haben noch ein Teil, das hat das Maß 7,5 mal 4 cm. Und dieses Teil gehört hier vorne noch drauf auf diese punktete Seite, also auf diese eher schlichtere Seite. Und dafür nehme ich mir jetzt das ganz dünne Klebeband von der Firma Raya mit den 3 mm. Das kann ich euch, glaube ich, auch in die Infobox setzen, weil ich das immer ganz gern für Mini-Alben benutze. Das ist leider nicht zum Abreißen, so wie unser Klebeband, aber es ist ein bisschen dünner. Und deswegen benutze ich das ganz gerne bei so Einsteckfächern, dass man da einfach auch einen Tag unterkriegt und dass der Tag dann nicht anklebt oder dass der dann halt nicht, dass der halt einfach nicht da ansteht an dieser Klebefläche, weil dann einfach, ja, dann hat man einfach mehr Fläche, um den Tag ein bisschen größer zu machen. Und das klebe ich mir, ihr seht es jetzt gleich, zeige es euch gleich bei nah, von nah. So. Das klebe ich mir jetzt einmal außenrum. Ihr könnt, wenn ihr so einen Musterverlauf habt, schauen, wie rum ihr das euch klebt. Aber hier einmal außenrum, nur an einer Seite bleibt es offen. Und jetzt kommt das schwierigste Teil, diese Klebefolie runterzukriegen. Das geht ein bisschen schwierig. Mal gucken. Also da ist so eine Schutzhülle natürlich noch drauf. Und die ist immer ein bisschen. Ah, funktioniert ganz gut. Nur habe ich Kleber an den Händen und dann kriege ich die Folie nicht mehr weg. So. Und jetzt klebe ich mir das so auf, dass diese freie Klebefläche natürlich in diese Richtung schaut. Also hier ist kein Kleber an dieser Seite. Und dann kann ich mir das direkt hier bündig auf mein bereits aufgeklebtes Designerpapier aufkleben. Und jetzt habe ich quasi hier, hier und hier Kleber und kann dann hier meinen Tag schon mal reinschieben. Das ist jetzt meine Tagseite.
Die Tags habe ich übrigens einfach noch bestempelt. Das erkläre ich euch vielleicht auch gleich. Ich habe benutzt das Stempelset Painted Poppies. Ihr wisst, das ist mein Lieblingsstempelset. Ich habe diese Punkte verwendet, in Brombeermus gestempelt. Das ist die Farbe Brombeermus. Und dann habe ich noch die Blüten und die Blätter verwendet. Nee, die Blätter habe ich gar nicht. Ich habe diese Blüte verwendet und diese Blüte hier. Und das Ganze habe ich mit Memento einfach aufgestempelt. Genau, damit ihr das wisst, mit was ich hier gearbeitet habe. Und so, wie ihr es gesehen habt, habe ich es mir einfach aufgestempelt. Und dann habe ich jetzt schon mal diese drei Fächer oder diese drei Deko-Teile. Und jetzt haben wir noch eins übrig. Und zwar ist das jetzt wieder ein Designerpapier und ein schwarzes Papier. Und ich zeige euch nur kurz, auf welche Seite das kommt von unserem Mini-Album, weil da bin ich auch immer ein bisschen verwirrt, wo das hinkommt. Wenn wir es aufklappen, haben wir hier einen beklebten Hintergrund. Und hier kommt es drauf. Seht ihr das? Also rechts außen, wenn man es aufklappt. Und das hat jetzt das letzte Maß, das wir hier noch haben, damit wir keine Verwirrung kriegen. Einmal 9 cm mal 6 cm in Schwarz und 8,5 mal 5,5 cm im Designerpapier. So, und auch hier mache ich es wieder so, dass ich den Kleber auf die Punkteseite mache, also auf die schlichtere Seite, weil hier eben auch wieder die Blüten vorne drauf sein sollen. Und wenn ihr das geschafft habt, das ist eigentlich gar nicht schwer, aber manchmal ein bisschen verwirrend, weil man halt so viele Teile hat. Wenn man das alles geklebt hat, dann hat man schon total viel von dem Album geschafft, weil dann fehlt wirklich nicht mehr viel und den Rest, den schaffen wir jetzt auch noch. Also lasst euch da nicht verunsichern oder so. Ihr könnt natürlich auch alles nur mit einer Seite aufkleben, dass ihr halt immer zum Beispiel das gepunktete Papier habt oder so, weil ihr sowieso Fotos drüber klebt oder so. Ich wollte es euch jetzt mal zeigen mit zwei Papieren, weil es halt so einfach sehr interessant aussieht, finde ich. Aber es soll nicht gleich abschrecken, dass ihr das Album nicht basteln wollt, weil es ist wirklich total einfach. Nur eben mit den ganzen Teilen, die da dazugehören, mit der Deko muss man halt ein bisschen gucken. Und jetzt geht es an den ganzen Mechanismus von diesem Album, das eben nur aus einer Seite besteht und das ist total toll, finde ich. Ich nehme jetzt mein 12x12 Inch Papier. Ich zoome euch noch ein kleines bisschen raus. So, ich hoffe, naja, ganz bin ich nicht im Bild, aber so einigermaßen. Meine Deko lege ich jetzt mal auf die Seite. Und dann nehme ich mir einfach meinen Papierschneider. Der hat diese Bestellnummer. Und falze mir mein Papier. Erstmal mache ich den Arm nach draußen. Und jetzt habe ich es euch hier auch ganz schön aufgeschrieben. Da könnt ihr auch nochmal Pause drücken, wenn ihr wollt, wo wir uns das Ganze falzen. Aber wir machen das natürlich jetzt zusammen. Und dieser gestrichelte Strich heißt natürlich schneiden. Und die vorderen Maße werden gefalzt. Aber das machen wir jetzt zusammen. Also, ich habe jetzt eine Seite, ist egal welche, weil wir haben ja beide noch 30,5 mal 30,5. Lege mir das jetzt hier in meinen Papierschneider ein und falze mir als allererstes bei 9,5 cm. Also hier anlegen bei 9,5 cm. Die Schneideklinge tue ich gleich mal weg. Und dann die Falzklinge nehmen und dann einmal schön falzen. Dann schiebe ich es weiter auf 10 cm. Falze es mir nochmal. Dann schiebe ich es weiter auf 19,5 cm. Und weiter auf 20 cm. Immer hier oben anlegen und dann falzen. Und dann schiebe ich es nochmal ein bisschen weiter bis 29,5 cm. Und hier ist jetzt der Punkt, wo wir schneiden. Also ich nehme jetzt hier die dunkle Schneideklinge und schneide mir das Papier einmal ab. Dann sieht das Ganze so aus. Also man hat hier so ganz feine Linien. Ich glaube, man sieht es auch ganz gut in der Kamera. Die werden wir uns nachher dann so einschneiden, dass man hier das Album gut zumachen kann, weil dann natürlich auch einiges reinkommt. Und jetzt drehe ich mir das Papier, dass diese Linien waagrecht liegen, also so waagrecht. Und jetzt falze ich mir das Ganze nochmal, also wieder Schneideklinge weg, nochmal falzen bei 5,5 cm. Leg es mir hier wieder an bei 5,5 cm. Und das Gute ist, bei diesem ganz großen Papier könnt ihr auch unten super kontrollieren, ob ihr gerade seid. Okay, also schauen oben und unten schön bei 5,5 cm und dann einmal falzen. Das ist unsere obere Klappe und dann schieben wir es noch ein bisschen weiter auf 18,5 cm. Und falzen und das Ganze nochmal. Und jetzt allerletzter Schritt bei diesem Falzen ist, ich schiebe es mir weiter bis zu 27 cm.
hier drüben 27 cm und dann schneide ich es mir nochmal mit der dunklen Klinge. Und jetzt ist das Album Grundgestell fertig und diesen Streifen nicht wegwerfen, weil der wird unsere Manschette außenrum. Okay, super. Jetzt lege ich es mir wieder so hin. Ich hoffe, ihr seht das. Also prinzipiell sieht es so aus. Es ist hier ein Streifen, also hier eine Falzlinie und da diese zwei. Und diese zwei, die sind jetzt wieder hochkant. Die liegen jetzt wieder so vor mir. Ich glaube, ihr seht es ganz gut in der Kamera, aber mit den Falzlinien, die sieht man halt manchmal schlechter, gell? Ich habe es euch hier auch nochmal, nicht wunderschön, aber ein bisschen aufgezeichnet. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe, ihr kennt es gut. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich mir ein Teil rausschneide. Und zwar hier unten diesen Teil, diese beiden, also zwischen diesen beiden Falzlinien und hier oben auch. Diese vier schneide ich mir jetzt raus mit der Schere. Und zeige ich das aber gleich auch nochmal nach. Also ihr schneidet euch wirklich an der Falz entlang. Hier diesen Streifen raus. Ich schneide mir die jetzt erstmal alle ein. Seht ihr das? Diese beiden? Und hier oben genau das gleiche. Ich drehe mir das jetzt einmal rum und schneide mir das hier oben nochmal schön ein. Okay, seht ihr, sieht das jetzt so aus. Und jetzt muss ich mir das nur noch rausschneiden. Das ist immer ein bisschen ein Gefummel, aber das schaffen wir auch. Man könnte sich die Falzlinien vorher mal nachfalzen. Vielleicht mache ich das zuerst, weil dann komme ich besser hin mit der Schere. Ich lege mir jetzt wieder meine Deckelseite, also diese schmalere Seite, oben hin. Und jetzt falze ich mir erstmal alle Falzlinien nach, bevor ich das komplett rausschneide. Dann nehme ich mir jetzt meinen Papierfalter. Und wichtig ist beim Falzen, dass ihr diese kleine Hügelfalte, also die Bergfalte, die ihr jetzt leider gar nicht gut sehen könnt, glaube ich. Also da, wo so ein kleiner Hügel ist, das kommt immer nach innen. Und da, wo dieser Graben ist, der ist außen. Und so falze ich mir das alles einmal nach. Okay, jetzt habe ich wieder meine dünne Seite oben und jetzt kann ich mir einfach die Seite hier so einknicken, gut nachgefalzt, und kann mir hier die Teilchen super rausschneiden. Wenn möglich natürlich auch gerade. So, ihr Lieben, und schon ist unser Album Grundgerüst fertig. Denn wir haben jetzt hier wirklich alle Klappen. Wir können uns das jetzt alles einklappen. Klack, klick, klack, klick, klack. Und dann können wir das hier so rüberfalzen, so rüberfalzen. Und durch das, dass wir hier diese ganz kleinen, schmalen Falzlinien gezogen haben, passt da wirklich was rein. Und es ist nicht so, es ist einfach nicht so eng. Also man kann das schön verschließen und schön wieder aufmachen. Und jetzt kommt eigentlich wieder viel, viel Klebearbeit. Aber ansonsten, ja, passt das alles schon. Also wir haben das Album im Prinzip schon fertig, jetzt kommt wirklich die ganze Deko. Und dazu brauchen wir eben nochmal unsere ganzen ausgeschnittenen Papiere. Und da zeige ich euch jetzt einfach, wie ihr was aufklebt. Also ich fange jetzt so an, dass ich mit der Innenseite starte. Das heißt, wenn ich das nachknicke, liegt das alles, geht es so nach oben. Ich kann also hier mein ganzes Album quasi schließen. Und mit dieser Seite fange ich jetzt einfach an zum Kleben. Und dann seht ihr super, wo ihr Kleber hinmachen müsst und welche Teile ihr dann dahin kleben sollt. Und so klebt ihr euch das Ganze jetzt mal auf. Und zwar habe ich hier oben einmal, wenn ihr die Teile dann vor euch liegen habt, dann wisst ihr schon, welche Größe wohin kommt. Also es ist ja jetzt gut beklebt. Ihr müsst jetzt eigentlich nur noch darauf achten, wo ist meine Punkteseite vorne und wo ist die andere Seite vorne. Ich habe jetzt hier rechts und links die schwarze Fläche. Das heißt, hier kommen ja nachher Klappen hin, diese Klappe und diese Klappe. Und deswegen wird hier diese Unterseite quasi
geschwärzt oder gemattet. Und dann habe ich hier dieses ganz große mit dem neutraleren Hintergrund mit den Punkten, kommt in die Mitte und oben und unten wieder Blütenmuster in der richtigen Größe. Also wenn ihr die Karten vor euch habt, dann wisst ihr genau, wo was hingehört. Und dann schnappe ich mir wieder meinen Flüssigkleber und klebe jetzt erstmal munter drauf los. Tada! Bei mir klebt jetzt schon alles, also ich kann in diesem Video richtig toll zaubern. Und jetzt machen wir die Klappen. Und zwar habe ich einmal diese Klappe hier. Die klappe ich nach oben. Und dafür muss ich hier unten Kleber aufbringen. Und ich nehme mir da jetzt einfach nochmal das dünne Klebeband, das ich vorher schon benutzt habe, und mache mir jetzt rechts und links Kleber hin. Ich drehe mir das jetzt ein bisschen, aber ich hoffe, ihr seht das ganz gut. Und zwar einmal hier. Und einmal hier. Dann kann ich mir das direkt schon mal abziehen. Und kann die Klappe schon mal hochkleben. Und hier habe ich jetzt sozusagen schon meine erste Tacktasche. Also ich nehme jetzt gleich mal hier meine Tag und kann den da schön unterbringen. Und ihr seht, mit diesem dünnen Klebeband ist das einfach super. Da kann man den auch ein bisschen schief reinstecken und dann klebt er nicht so fest wie jetzt bei meinem Beispielalbum. Okay, aber theoretisch hättet ihr natürlich auch gut Platz für das breitere Klebeband, aber ich finde es immer mit dem schmalen ein bisschen besser. Und da kommt jetzt auch gleich ein bisschen Deko drauf. Und zwar nehme ich mir hier wieder eins mit Blütenmuster und das eben von der Größe wieder passt. Das klebe ich mir dann gleich hier an. Aber wir machen jetzt erstmal mit dieser Tasche weiter, denn diese Tasche kommt auch nach unten. Und das heißt, dass hier wieder oben, rechts und links Kleber drauf kommt. Und auch hier als kleinen Tipp eben diesen Kleber immer schön, so gut wie es geht, auf die rechte oder linke Seite machen. Also immer schön nach außen kleben, weil dann hat man eben, wie gesagt, da viel Platz für die Tags, ohne dass die immer irgendwie festkleben oder ruckeln. Auch hier mache ich das Klebeband wieder weg. Na? Nicht das Klebeband, sondern nur die Hülle will ich ganz gerne. Diese Folie. Jetzt. Und klappe mir das wieder einmal nach unten. So. Und hier kommt dann wieder eins meiner schmaleren Teile drauf. Und zwar ein neutrales Teil. Also ich habe hier wieder eins mit Blütenmuster und hier wieder ein neutrales. Und das klebe ich mir jetzt einfach schnell wieder auf mit Flüssigkleber. So, und jetzt sieht mein Mini-Album so aus, dass wir hier oben die Klappen haben und alles. Und diese Tasche hier, die kommt auf die andere Seite, also die wird auf die Rückseite geklebt. Was ich jetzt hier gleich machen kann, ist wieder die Einstecktasche hier reinstecken. Und ich finde, es sieht toll aus. Mir gefällt dieses Papier so gut. Also es ist echt mein Lieblingspapier geworden. Die Mohnblüten wisst ihr ja eh. Ach, an dieser Stelle wollte ich noch ein bisschen Werbung machen, wie immer. Denn ich mache so viele Sachen mit den Mohnblüten. Wer meine Videos verfolgt, weiß es. Ich habe euch schon mal diese tolle Box gezeigt, die verlinke ich euch hier oben. Auch eine Karte dazu habe ich schon mal gemacht. Hier hättet ihr noch das passende Mini-Album dazu. Und dann habe ich auch noch eine Geburtstagskarte gemacht mit diesen Blüten. Also, und noch ganz viele andere Sachen. Also es ist noch nicht mal alles, aber ich habe das jetzt gerade noch um mich rumstehen. Deswegen zeige ich euch das jetzt mal eben. Also die Mohnblüten, die haben es mir wirklich sehr angetan. Und deswegen, ja, wenn ihr Lust habt auf diese Reihe und noch viel mehr mit denen zu machen, könnt ihr da gerne meine Videos durchstöbern. Da findet ihr noch ganz viel. Okay, und jetzt drehen wir uns das Ganze einmal um. Einmal schwupp umgedreht. Diese Seite, wissen wir jetzt, muss hier hochgeklappt werden. Die kommt nämlich hier rein. Und da falzen wir uns das noch einmal richtig schön nach, damit es dann weiß, wo es hin muss. So, also ich habe es jetzt schon mal richtig hingelegt. Wir haben jetzt hier einmal das große mit Blüte. Das kommt, also ist unsere Frontseite, die liegt jetzt hier rechts. Ein neutrales kleines drüber, eins mit Blumen drüber. Hier unten, da muss man ein bisschen drauf achten, das ist dann nachher unser Tag, der ja nachher dann so rum ist. Den kleben wir uns aber jetzt so rum auf. Also ihr seht hier, unser Designerpapier ist jetzt auf der linken Seite, das kommt dann hier so drauf geklebt. Dann passt es nämlich schon von der Richtung. Und hier haben wir ja die Tasche, da haben wir oben dieses eine Stück, das ein bisschen vom Maß anders ist als die anderen. Das kleben wir uns hier oben hin und da kommt dann die Tasche drüber mit dem Schwarzen. Das klebe ich mir jetzt auch einmal kurz an und dann quatschen wir weiter. So, bei mir sieht es jetzt schon wieder, ist schon wieder fertig geklebt. Und was ich jetzt noch gemacht habe, ist hier auf meine Tasche
Die habe ich nochmal aufgeklappt und habe hier wieder rechts und links einen Klebestreifen drauf gemacht. Ziehe wieder die Schutzfolie ab und klappe mir jetzt die Tasche wieder hoch und klebe mir die hier schön bündig an. Also hier achte ich darauf, dass das wirklich schön an der Kante hier ist. Kann man gerne auch nochmal mit dem Papierfalter drüber gehen, dass es wirklich schön hebt und genau weiß, in welche Richtung das es muss. So, ihr Lieben, und jetzt ist unser Mini-Album fertig. Also es ist gar nicht so schlimm. Es ist halt nur mit diesen, ich habe hier nochmal meinen Einstecker, es ist halt nur, welche Seite, wo ist jetzt was, aber jetzt habt ihr es schon komplett fertig. Und wenn ihr das einfarbig macht, dann braucht ihr euch da überhaupt nicht überlegen, wo es was und wie ist welche Klappe und so, sondern es ist jetzt schon fertig. Ich zeige es euch jetzt nochmal kurz. Also wir machen es auf, haben hier eine Klappe nach oben, hier unser Einsteckfach und hier unsere klebende Lasche, also die ist fest. Hier haben wir auch nochmal ein Einsteckfach, können wir es nochmal aufmachen. Dann geht hier die Klappe nach oben, hier die Klappe nach unten. Und wenn man die Klappe wieder zumacht, haben wir hier unseren Einschub. Und hier nochmal so ein Einschubfach. Und so einfach ist es. Also es ist wirklich in der Mitte zusammenklappen, von rechts rüber, runterklappen, zumachen. Mini-Album fertig. Und so schön. Ich finde es wirklich ganz toll. Ich finde auch, wie gesagt, das Papier. Also die Farben finde ich jetzt wieder mega. Also ihr habt jetzt wirklich viele Ideen. Ich habe dann nochmal eine andere Variante. Also es wird, mit dem Papier könnte ich nicht aufhören zu arbeiten. Okay, und dann haben wir natürlich noch die Banderole zu machen. Und da haben wir ja schon unser vorgefertigtes Banderolen-Element. Das ist nämlich total praktisch. Wenn wir jetzt unser Mini-Album einmal zuklappen und uns hier die Banderole einmal außenrum legen, dann passt es nämlich schon fast. Also man muss es noch ein bisschen vergrößern, aber man kann das schon ganz gut benutzen, so wie es jetzt ist. Also hier auf der Seite ist es schon mal super. Auf der anderen legt euch das einfach rum. Es kommt dann doch ein bisschen darauf an, wie viel Füllung in dem Mini-Album drinnen ist. Bei mir ist jetzt doch ziemlich viel, auch mit den Einschubkarten und so. Und es ist ja doch dreilagig Papier drauf. Da passt es jetzt nicht ganz perfekt. Also da ist es jetzt hier, seht ihr, da ist die Falz ein bisschen zu schmal. Und deswegen mache ich das jetzt so. Ich lege mir das nochmal schön an, falls mir diese eine Falz, die sowieso schon da ist, schön nach. Und lege mir das jetzt einmal hier rum. Und ich mache es jetzt so. Eigentlich kann ich mir das richtig schön so vorknicken. Also hier ist ungefähr die andere Falz. Wenn ich das jetzt so hoch mache, kann ich mir hier mit dem Papierfalter dann nochmal die Falz nachmachen. Hier so an der Seite einfach so. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen gesehen. Und habe dann hier meine Banderole schon fertig. Und ich habe die Banderole auch ein bisschen weiter nach unten gemacht, weil hier oben ist es noch ein bisschen dicker als hier das Album. Deswegen passt es jetzt hier unten so ganz gut da außenrum. Und dann nehme ich mir jetzt einfach mein Abreißklebeband, weil das einfach schneller geht. Und zwar mache ich es jetzt so, dass ich mir das hier noch ein bisschen kürze. Also dieses Teil, das oben hinkommt, das kürze ich ungefähr um 1,5 cm ab. Einfach, dass die Banderole ein bisschen kürzer ist. Und dann klebe ich mir das hier schon gut fest. Dass man nicht zu weit rauskommt, denn die Banderole muss dann ja auch noch ein bisschen was halten. Wenn dann noch Bilder reinkommen oder so, dann könnt ihr euch das auch noch ein bisschen lockerer machen, also ein bisschen lockerer aufkleben hier, damit ihr da genügend unterkriegt. So, dann kommt die Schutzfolie weg und dann, wie gesagt, klebe ich mich das hier richtig schön aufeinander. Und habe jetzt hier eine relativ lockere Banderole gemacht, die wirklich dann noch, wenn noch Bilder reinkommen, dass da wirklich noch Platz ist. Und jetzt ist das Album wirklich fertig. Das Einzige, was man jetzt noch machen muss, ist die Dekoration vorne drauf. Und ich habe mir schon ein bisschen was hergerichtet. Ich habe jetzt hier auf meinen Musteralben mit dem Mondblütenakzenten gearbeitet. Also wenn ihr die zu Hause habt, dann könnt ihr das gerne benutzen. Da sind diese schönen Kreise drin, da sind auch diese Blätter drin, die man dann nehmen kann, diese... Da sind eben so Blätterstanzen, weiß embossed. Da ist auch ein Aquarellpapier drinnen zum Beispiel. Also das kann man da alles super benutzen. Ihr seht, das hier ist das Blatt, der Kreis, das Aquarellpapier. Das habe ich einfach nur mit ein bisschen Aquarellfarbe ausgemalt. Aber jetzt habe ich mir gedacht, nachdem es das ja nicht mehr gibt, im neuen Katalog, das Papier geht ja raus und auch die Akzente gehen raus, könnte man das auch einfach selber gestalten, indem dass man sich einfach ein bisschen was ausstanzt.
Und da habe ich mir jetzt einfach aus den Mohnblütenstanzen noch ein paar Blüten ausgestanzt. Also einmal die kleine Blüte, die seht ihr hier, die habe ich jetzt in schwarz ausgestanzt. Und aus Aquarellpapier habe ich die füllige Blüte quasi, die gleiche Blüte in Füllung ausgestanzt. Und die Blätter aus Pergamentpapier, da habe ich euch die Bestellnummer noch nicht gesagt. Einmal hier und die Bestellnummer vom Aquarellpapier, die blende ich euch ein. Und jetzt ist eben die Frage, ob man das einfach so hier drauf macht. Finde ich, hat auch seinen Reiz. Oder ob man den Hintergrund von dem Aquarellpapier, deswegen habe ich Aquarellpapier genommen, sonst könnt ihr auch Flüsterweiß nehmen, noch ein bisschen ausmalen soll. Das würde ich jetzt einfach mal versuchen. Einfach um, ja, vielleicht noch was anderes hinzumachen oder einfach mal, um das auszutesten, weil es ist eben schwierig, die Farbtöne von diesem Designerpapier hinzubekommen. Ich nehme euch da jetzt ein bisschen näher hin. Und übrigens, ich habe ja jetzt hier den Kreis von den Akzenten herausgenommen. Wenn ihr den nicht habt, dann nehmt ihr einfach zum Beispiel eine 2-Inch-Kreisstanze. Die ist, glaube ich, noch im Sortiment, ich weiß es nicht auswendig, aber die würde zum Beispiel genauso in den Hintergrund passen. Also da, genau, könnt ihr das ruhig machen. Und ich probiere jetzt aber ein bisschen rum mit dem Aquarellpapier. Ich nehme hier mal ein Papier unten drunter. Das wollte ich eigentlich am Anfang machen, dass es trocknen kann. Und ich will jetzt da mit den Aquapainten malen, versuchen. Und deswegen drücke ich mir hier mein Stempelkissen so richtig gut zusammen. Mache es dann auf und habe dann hier die Farbe drinnen. Und von den Farben her probiere ich jetzt da einfach ein bisschen rum, hätte ich gesagt. Ich habe jetzt hier mal Blutorange und die gelben Töne. Ich fange jetzt mit den hellen Tönen an. Also ich nehme jetzt erstmal Safrangelb und gehe da hier nur so an einer Stelle ein bisschen so drauf. Und ich versuche da ein bisschen mehr mit Farbe zu machen. Einfach so, wirklich so ein bisschen Klecks, ein bisschen an den Rand. Mal gucken. Dann nehme ich Mangogelb, gehe da noch ein bisschen so rein. Das soll ja wirklich so einen Aquarell-Touch bekommen. Ihr könnt euch das dann immer ein bisschen die Farbe ausstreichen auf so ein Zewa-Stückchen. Und dann gehe ich jetzt mal ins Blutorange. Und werde es da so richtig reinbauen. Wieder ein bisschen mehr Wasser. Also wenn ihr auf die Tankpinsel drauf drückt, dann kommt da noch ein bisschen mehr Wasser raus. Nochmal ausstreichen und dann nehme ich erstmal noch Himbeerrot. Gehe mir da so ein bisschen rein. Und Brombeermus. Ja, und jetzt gehe ich wirklich so ineinander. Also es soll jetzt wirklich verlaufen. Ich versuche so ein bisschen von dem Designerpapier so den Effekt da reinzukriegen. Und jetzt läuft es mir hier oben ganz schön ins Gelbe rein. Das ist aber in Ordnung so. Und jetzt tupfe ich einfach tatsächlich ganz mutig einmal auf mein Papier drauf und jetzt die ganze Farbe weg. So wollte ich es nicht. Aber wir machen das einfach nochmal und nochmal und nochmal. Und dann wird es schon ein schönes Ergebnis werden. Da bin ich mir sicher. Sieht ja jetzt schon ganz cool aus. Mal ein bisschen mehr Gelb. Ein bisschen Wasser rein. Blutorange. Wieder mit viel Farbe aufnehmen. Und jetzt kommt wieder der. Also da dürfen wir richtig kleckern. Da dürfen wir richtig kleckern. Wir müssen nicht nur kleckern, sondern klotzen müssen wir hier. Okay, wieder mit viel Wasser gearbeitet. Ob das gut war, weiß ich jetzt nicht. Ob das jetzt nicht zu viel war. Aber es nimmt schon so den Charakter an, den ich gerne hätte. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen mehr Lila reinbringen. Ich muss jetzt noch ein bisschen mehr kräftige Farben reinkriegen hier. Und natürlich noch ein bisschen Rot. Okay. Also ich finde es so eigentlich ganz gut. Ich wasche mir jetzt meinen Pinsel hier ein bisschen aus, indem ich einfach hinten ein bisschen drauf drücke. Heute ist jetzt blau geworden, gell? Das ist ja cool. Wie ist das entstanden? Ah, das ist von der Farbe. Das habe ich schon gedacht. Also so sieht das Ganze dann fertig aus und das finde ich richtig super. Also das lasse ich so. Das gefällt mir super gut. Ich könnte es aber auch lassen. Also ihr habt es gesehen, in Weiß sieht es auch schön aus. Oder in Aquarellpapier. Man muss ja nicht unbedingt Aquarellpapier nehmen. Man kann auch Flüsterweiß nehmen zum Beispiel. Aber ich fand es jetzt ganz süß mit dem bisschen Spielen mit der Farbe. Und ich glaube, ich lasse es auch so. Ich habe jetzt überlegt, ob ich noch ein bisschen Lila reinbringen soll. Hier vielleicht noch ein bisschen so. Aber jetzt hat es schon sehr gut ausgeschaut. Also ich darf jetzt auch nicht mehr zu viel... Ich lasse es jetzt so. So sieht es, finde ich, toll aus.
Ich räume hier kurz auf, lasse es ein bisschen trocknen und dann machen wir weiter. Hier sind noch die Bestellnummern der Stempelkissen. Ich habe einmal Blutorange, Brombeermus und Mangogelb benutzt. Und dann natürlich noch Himbeerrot und Safrangelb. Also, ich nehme jetzt hier meine Mini-Klebepunkte und klebe mir erstmal die Zweige an. Dazu klebe ich die einfach mit der Vorderseite auf einen Klebepunkt auf und setze mir das dann hier so in den Hintergrund. Dass das hier so schön oben rausschaut. Und ich habe jetzt hier eben, wie gesagt, keinen Spruch auf die Vorderseite gemacht, so wie bei meinen anderen Alben. Ich wollte es jetzt einfach mal ohne Spruch ausprobieren, finde ich auch ganz schön. Und durch das, dass wir hier schon ziemlich viel drauf haben, also da ist schon ziemlich viel geboten auf unserer Karte, kann man auch die Sprüche schön nach innen machen. Dann nehme ich mir noch einen Klebepunkt hier hinten drauf auf meine Blüte und klebe mir die noch mit einem Klebepunkt jetzt hier drauf. Also bei mir ist es jetzt noch nicht ganz trocken. Ihr könnt es noch ein bisschen so in Form bringen. Und hier hinten drauf klebe ich jetzt noch Dimensionals auf. Die geben dem Ganzen noch ein bisschen Dimension. Und natürlich, was natürlich nicht fehlen darf, und solange es noch im Sortiment ist, nicht mehr lang, mein Lieblingsgarn. Mein silbernes Garn geht leider raus. Also falls ihr auch Fan von dem Garn seid, dann sichert euch das. Ich habe mir das ein paar Mal um die Finger gewickelt und klebe mir das noch hier im Hintergrund auf, weil es einfach noch ein kleines Highlight ist und weil ich das so vermissen werde. Aber vielleicht mache ich es einfach trotzdem weiter und ihr müsst es durchhalten. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das ohne machen soll. Wenn man sowas hat, was man so gerne benutzt, dann fällt es schon schwer, wenn das aus dem Sortiment rausgeht. Aber es ist natürlich auch blöd, wenn ich mit etwas arbeite, was ihr nicht bestellen könnt, ist ja klar. So, dann mache ich hier noch ein bisschen Dimensionals hinten drauf auf meinen Kreis. Und ich glaube, von der Deko ist es dann schon ganz schön ausreichend. Ihr könnt jetzt natürlich den Kleber, wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr euch dann natürlich auf die Banderole machen und dann den Kreis einfach draufkleben. Dann, dann klebt man nicht daneben. Nicht, dass man die Banderole dann am Album festklebt. Kann man natürlich alles wieder reparieren, aber muss man ja nicht unbedingt. Also ich finde es cool. Ich finde es wirklich cool. Machen wir es mal nochmal zu. Ich werde jetzt mir noch einen Klitzi hinhalten. Einfach mal nur zum Testen. Ob das zu viel ist oder ob das noch okay ist. Ich mache den immer ganz gern hier drauf. Also um das Ganze noch ein bisschen zum Aufpeppen, habe ich jetzt hier noch die kleinen Perlen, die sind hier gut versteckt, sind dann fast leer, habe ich jetzt noch drei Stück hier drauf gemacht, hier vorne, weil es einfach ziemlich dunkle Farben sind. Aber durch diese ganzen, also ich finde es total schön so, ich finde diese, also das Papier ist toll, ich finde die Blüte sieht jetzt wirklich cool aus, also das ist schon, ist irgendwie gut geworden, also trifft schon den Ton von dem Designerpapier ganz gut und ja, sieht doch richtig super aus, oder? Jetzt mache ich es nochmal auf. Hier die Banderole. Wenn ihr so Glitzersteine macht, ich habe die jetzt nicht auf das Album selber geklebt, weil sonst muss man immer gucken, in welche Seite man die Banderole runter macht. Also unten auf gar keinen Fall welche hinkleben. Wenn man den immer nach unten macht, das ist okay, könnte man oben auch welche hinmachen. Aber sonst versuche ich das immer auf die Banderole zu machen, weil wenn man das nicht weiß und die Banderole nach oben macht, dann fliegen dann die ganzen Glitzersteine durch die Gegend von dem her. Ja, also wir machen es nochmal auf, oder? Es ist süß. Das ist wirklich ein tolles Album. Hier wieder mit Einschubfach, rauf, runter, hier, Zug auf, klapp hier, klapp da. Ich finde es immer schön, wenn man so viel klappen kann und hier was reintun kann und da was reintun kann und so. Das ist schon immer irgendwie meins. Also ich finde es ein ganz tolles Mini-Album. Es ist wirklich sehr einfach. Das kann man super als Anfänger machen, aber nehmt euch einfach immer ein bisschen Zeit bei Mini-Alben. Also das ist halt immer so bei Mini-Alben, diese ganze Dekoration, die nimmt einfach Zeit in Anspruch. Wenn ihr jetzt noch was reinstempeln wollt, oder wenn ihr jetzt noch Bilder reinkleben wollt oder so. Also da braucht man einfach ein bisschen Zeit, auch wenn es wirklich ein schnelles Mini-Album ist im Prinzip, weil ja wirklich ja nur die Deko viel Aufwand ist, trotzdem immer ein bisschen Zeit nehmen dafür. Hier ist noch die rote Variante, wie gesagt. Sind jetzt alle gleich aufgebaut, aber sehen alle ganz anders aus. Also die Farben wirken natürlich für sich. Apropos Farben, ich habe natürlich wieder ganz viel Farbe in den Fingern.
Aber das gehört dazu. Wir waren jetzt fleißig, da darf man auch ein bisschen ausschauen. Und ja, was sagt dir? Also schon cool, oder? Was ich jetzt hier ganz besonders schön finde, das muss ich sagen, und das war eigentlich das Einzige, was mich ein bisschen an diesen Blüten gestört hat, ist, dass der Rand nicht schwarz ist. Also der ist ja weiß embossed, wo man diese Akzente ausmalen kann. Und das war so das Einzige, wo ich mir irgendwie, weiß ich nicht, das wäre noch schön, wenn das schwarz wäre, irgendwie schwarz embossed. Und deswegen finde ich diese Variante jetzt wirklich total cool mit dieser schwarzen Blüte. Also die könnt ihr auf jeden Fall auch machen, wenn es diese Akzente nicht mehr gibt. Wie gesagt, 2-Inch-Kreisscheiben zu nehmen. Und dann habt ihr auch einen Kreis im Hintergrund. Und ja, ich finde das Album total schön. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Nachbasteln auch. Und lasst euch nicht verwirren von den vielen kleinen Teilen, die man da braucht. Und nehmt euch ein bisschen Zeit und genießt es einfach, eure Bastelauszeit. Und ja. Ich bin gespannt, ich freue mich darauf, wenn wir das dann beim Teamtreffen machen. Es ist noch eine ganze Weile hin, also wir mussten das jetzt ja verschieben. Ich hoffe, dass es dann stattfindet, aber ich freue mich auf die Mädels und ich habe jetzt wirklich noch eine Überraschung dann für die Mädels und von dem her, ja, freue ich mich einfach darauf, das dann mit ihnen zu basteln. Ich muss jetzt das nochmal aufmachen, weil ich einfach auch die Farben total schön finde und weil ich das nochmal reinhalten wollte mit dem Grünton. Das finde ich ist auch total schön. Ich habe euch jetzt immer nur das Rote gezeigt, aber ich finde diese grünen Streifen auch schön. Und es wird im neuen Katalog übrigens auch ganz tolles Designerpapier geben zu einer ganz tollen Blumenserie auch. Und das kann ich mir auch super vorstellen mit diesem Designerpapier aus der neuen Reihe. Ich darf es jetzt noch nicht verraten, aber das gibt auf jeden Fall ganz tolles Papier im neuen Katalog. Von dem her könnt ihr das natürlich auch mit anderem Papier basteln. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, da freue ich mich drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese kleine Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss!